Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Diesmal habe ich auf Spielstand speichern gedrückt, sprich ich habe nichts verloren. Und ich würde sagen, wir laufen gleich mal raus und grinden wieder eine Runde. Und diesmal habe ich mir überlegt, ich erzähle euch ein kleines Geschwindchen über Halloween. Denn Halloween, auch wenn es für euch jetzt schon ewig her ist, ist tatsächlich gerade Anfang dieser Woche gewesen für mich. Jetzt wisst ihr auch, wann ich das Ganze aufnehme, nämlich tatsächlich genau einen Tag, bevor die letzte schon noch aufgenommene Folge rauskommt. Und lassen wir einen Augenblick. So. Und deswegen wollte ich ein bisschen was darüber erzählen. Ich persönlich finde eigentlich diesen Brauch von Halloween, diesen amerikanischen Brauch, jetzt gar nicht so schlimm. Es gibt ja viele Leute, die da irgendwie ständig rumnölen. Von wegen irgendwie, alles aus Popkultur von Amerika wird übernommen. Ja, meine Güte, wenn es den Kindern gefällt, ist mir egal. Ich habe tatsächlich mich darauf gefreut gehabt, dass ich dieses Jahr Halloween zum ersten Mal es endlich schaffen werde, in meinem Fursuit die Tür aufzumachen. Ich hatte tatsächlich früher schon mal was gemacht. Da habe ich da unser Haus genommen. Also, das Haus habe ich natürlich nicht genommen, es ist ein bisschen groß und schwer. Ich hatte so Funkboxen, die habe ich ins Fenster gestellt und hatte den Sender von den Funkboxen an meinen Laptop und habe den in den Hausflur gestellt. Und immer wenn jemand geklingelt hat, hatte ich dann schon so einen Media Player, das war noch zu Windows, Gott, 98 oder sowas Zeiten. Kann sein, dass es Windows XP war. Da habe ich dann immer hatte ich den Media Player an und habe so eine böse Lache gehabt. Die habe ich dann abgespielt und dann haben die Kinder sich erschreckt und dann haben sie Süßes bekommen. Und da kam ziemlich viel, entweder hat sich das umgesprochen, aber zu der Zeit kam ziemlich viel. Es war so die Zeit, wo das ziemlich groß war hier bei uns in der Gegend, wo es angefangen hat, dass Halloween halt, also dass der amerikanische Halloween-Brauch auch in Deutschland gemacht wurde. Und sich wirklich sehr viele Leute darüber beschwert haben. Heute ist es, ja, meine Güte, auf Twitter sieht man die Leute, die sich beschweren, aber auf Twitter beschwert sich ständig jemand. Also was ich dieses Mal gemacht habe, ist, oder was ich machen wollte, war halt einfach in Fursuit gehen und dann ja, halt die Tür aufmachen als mein Charakter. Und das habe ich mir gedacht, ist halt ziemlich geil irgendwie, aber ja, wie ich schon angedeutet habe, oder wie ich an der Wortwahl wahrscheinlich schon erkennbar ist, ist es anders gekommen. Zunächst einmal habe ich dann am Montag, also an Halloween, gearbeitet. Gut, gearbeitet ist nicht schlimm. Ich arbeite normalerweise im Homeoffice, und zwar genau in dem gleichen, in dem ich hier auch gerade sitze und spiele und streame. Das ist also mein Streaming-Homeoffice-Büro-Raum-Ding. Und ich höre hier links auch noch jemanden. Entschuldigung, da musste ich eben kurz mal mich aufs Spiel konzentrieren kurz. So, und zwar mein Halloween. Jetzt bin ich durcheinander vom. Und zwar ist das ja, wie gesagt, so mein Büro, in dem ich normalerweise arbeite. Also normalerweise. Wie gesagt, normalerweise Homeoffice und diesmal aber nicht. Ich musste ins Büro, weil ich musste was mit einer Hardware machen, die natürlich im Büro in einem Testraum steht. Die musste ich richtig verkabeln und so und musste gucken, dass das alles funktioniert. Also war ich im Büro und ich brauchte etwa eine Stunde ungefähr, mit den Öffentlichen ins Büro zu kommen und anderthalb nach Hause. Das halt, weil hier die Busse sehr ungünstig fahren, tatsächlich. Es ist also nur dieses, es gibt so ein Teilstück, das ist quasi das erste, wenn ich ins Büro fahre, das letzte, wenn ich heimfahre. Das ist ein Bus, der fährt alle halbe Stunde und auf der Rückfahrt verpasse ich den meistens gerade so. Auf der Hinfahrt gehe ich natürlich so aus dem Haus, dass ich ihn genau kriege, ist ja klar. So, kam ich also heim und habe mir gedacht, naja gut, okay, dann ab in Fursuit und hier Halloween-Attraktion, ne? Ich komme heim und sehe auch schon die erste Kindergruppe bei, naja, so zwei, drei Häuser weiter. Denke mir so, ah ja, hast vielleicht schnell noch Zeit, das anzuziehen.
will zu meinen Eltern hochgehen, weil ich sehe auch schon, die haben auch schon die Süßigkeiten hingestellt zum Rausgeben. Gehe also zu meinen Eltern hoch, will nur, dass ich schnell sagen, hier, ich ziehe mich um, ich mache ab jetzt die Tür auf, dass sie nicht unnötig runterrennen. Ich wohne nämlich im Erdgeschoss, die wohnen im ersten Stock. Und dann, genau dann klingelt's. War ja klar. So, ja gut, okay, mein Vater rennt nochmal runter, gibt den Zeugs, klar. Ich dann so, okay, ich mache mir jetzt nicht die Mühe und ziehe alles einmal an. Es ist schon irgendwie 7 Uhr. Und da das üblicherweise eher jüngere Kinder sind bei uns, das sind halt meistens dann die Kinder, die mit ihren Eltern rumlaufen, sind die wahrscheinlich aller spätestens um 8 nicht mehr unterwegs. Also habe ich einfach nur meinen Suit als Partial angezogen, für die, die nicht wissen, was das heißt. Ganz simpel, ich habe einfach nur den Kopf übergezogen und mir ist tatsächlich noch einen Schritt einfacher gemacht, weil ich ja Schuhe anhatte, habe ich mir dann die Vorderpfoten, also das sind ja einfach nur Handschuhe, angezogen. Und habe dann einfach mich auf meinen schönen Stuhl am Computer gesetzt, ein YouTube-Video angemacht und gesagt, so, und wenn die klingeln, dann gehe ich raus. Ich bin jetzt hier fertig. Das YouTube-Video kann ich, so den einen Bildschirm kann ich gerade so schön sehen, wenn ich mich im Stuhl zurücklehne. Passt ja super zusammen. Und das Ergebnis war, diese Kindertruppe war, ich habe dann meine Eltern nochmal gefragt, die einzige Kindertruppe, die den ganzen Abend kam. Also bei uns ist läuft Halloween halt üblicherweise dann so, die Eltern kommen mit ihren Kindern zu den Leuten, wo sie wissen, dass sie was kriegen. Das heißt eben zu den anderen Eltern. Jetzt haben wir überlegt, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr das Haus auch ein bisschen dekorieren, damit es vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, dass es was gibt. Vielleicht mache ich sogar ein Schild, Free Candy oder sowas, um zu zeigen, hier könnt ihr auch wirklich was holen. Dann haben wir vielleicht auch eine etwas größere Box. Mal schauen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich freue mich wirklich drauf, die Tür als Panther aufmachen zu können und auf die Reaktion von den Kindern. Ich weiß, dass von einer Nachbarsfamilie die Kinder sich tierisch gefreut haben, tierisch gefreut, als ich meinen Fursuit bekommen habe und den zum ersten Mal anhatte und dann draußen im Garten war, haben die sich tierisch gefreut, den Panther zu sehen. Und das war einfach, also das hat schon gereicht, dass ich das, also das war genau so ein Grund, warum ich das Ding haben wollte. Das ist das Größte für Kinder und dieses Glitzern in den Augen der Kinder, wenn die den sehen und sagen, oh, Mama, kann ich zu dem Wolf oder kann ich zu der Katze gehen und so. Das ist einfach nur toll. So, jetzt ist es aber richtig dunkel hier. Wir machen ganz schnell ins Gasthaus rein. Damit wir so gegen der Wand entlang, damit wir auch wirklich in die Tür reinkommen. Damit wir nur eine Runde schlafen können. Ja, jetzt wisst ihr also Bescheid über mein Halloween. Und ich über meine Herren. So, jetzt ist es schon wieder morgens früh und wir hatten alle Level-Ups, oder? 0, 0, 2, 3. Ja, genau, die anderen beiden diesmal. Sorry. Und dann würde ich mal sagen, ab zum Trainer. Und dann Zeugs verkaufen. Ja, ich nehme um dieses Haus rum. Das wird mir, glaube ich, immer nachhängen. So, das ist von dem Bubbeldrink hier, den ich trinke. Muss ich ständig aufstoßen. Nein, dich nicht. Dich. Und das war. Was haben wir hier? Fernkampf ist voll. Nahkampf 35-40. Kann gut sein, dass er gar nicht mehr trainiert werden kann. Nein, das ist jetzt wahrscheinlich die letzten 2 Punkte. Ab da ist Rainer nicht mehr trainierbar. Zumindest nicht von diesem Trainer. Ja, genau. Der müsste jetzt nicht mehr Punkte mehr. Das heißt, wir können schon mal ausprobieren. Und dann kommt das war Fernkampf. Weil der dürfte nicht mehr großartig weiterkommen. So. Und trainieren. So. Jetzt darf Dreh wieder vorne laufen. Weiß nicht, das ist irgendwie Angewohnheit. Kam von dem ersten Dungeon, weil Dreh doch leicht besser sieht und ich da nicht ständig das Licht anmachen musste. Ich glaube, ich werde jetzt aber stattdessen einfach immer das Licht anmachen.
so, dann mal gucken, wie viel wir verdient haben in dem Jahr. Hier ist er. Hier versteckt er sich. Hey, Freund, wir haben Geld. Nein, wir wollen Geld. Wir haben Zeugs für dich. Da ist er doch. Du brauchst doch Sachen für Vanya ein. So, und zwar 2 Kondiotrin. Das ist jetzt nicht zu viel. 11 Vanya-Kugeln. Ist jetzt auch, das ist jetzt keine besonders starke Ausbeute. Dieses Mal war der Grinding Run nicht ganz so erfolgreich, aber wir haben 2 Level-Ups. Gucken, jawohl. Ich glaube, es wird Zeit für sie, für Sira. Komm mal hier rum. Mal wieder neue Trifalaisanenkörner zu kaufen. So, gucken wir einmal hier rum. Und dann wird das nämlich hier durch. Es geht hier im Gebäude vorbei und dann geht es hier wieder durch. Also eigentlich soll man durch das Gebäude durch. So, und jetzt geht es hier. Und das ist der Eingang. So. Gucken wir gleich nochmal, ob ich wirklich schon alle Zaubersprüche-Frisierer gekauft habe. Ich glaube, ich kriege die kostenlos, aber ob ich wirklich schon das Level hatte, um alle Zaubersprüche zu kriegen. Nein, Verpilzung ist neu und das ist tatsächlich auch der letzte. Der Spruch, Stufe 15, dankeschön. Gut, dann haben wir jetzt alle, dann kann ich jetzt alle trainieren. Ja. So. Die Samenkörner gibt es dann hier unten im Laden. Das war hier. So, sprechen. Und zwar brauchen wir. Ja, und das ist jetzt das Schlimme. Ja, ich kaufe jetzt wirklich das ganze Geld leer, weil sie braucht halt einfach viel davon. Wir werden später quasi sie vollbeladen mit Samenkörner mitnehmen müssen, weil wir werden später keine mehr kaufen können. Für eine ganz lange Zeit. Und in dieser Zeit ist sie, sobald sie keine Samenkörner mehr hat, naja, relativ schwach. Also, sie kann halt nicht mehr, also ihre Magie ist das, was sie stark macht. Von daher. So, jetzt hätte ich gar nicht geguckt, wie viel Zeit mir flöten gegangen ist durch die Timelapse. Aber ich mache das jetzt einfach nach gut dünken und. Jetzt die nächste Runde. So, und in dieser Runde wollte ich von meinem frisch geplanten Urlaub erzählen. Das ist zwar nicht der Urlaub, der als nächstes ansteht, das wäre der Weihnachtsurlaub. Wobei, da kann ich auch ein kurzes Wort verlieren. Normalerweise geht nämlich mein Weihnachtsurlaub immer zu meinem Schatz in die USA. Oder ging jetzt die letzten 2 Male. Ist jetzt nicht so. Sondern dieses Mal bleibe ich Weihnachten zu Hause. Einfach, weil ich auch mal wieder Weihnachten mit der Familie haben möchte. Aber es ist tatsächlich bei meinem Schatz und mir so, dass er immer im Sommer kommt und ich dann im Winter zu ihm gehe. Und das wird dieses Jahr genauso sein. Wobei Winter jetzt nicht heißt Ende vom Jahr, sondern Winter heißt in dem Fall eben Anfang des neuen Jahres. Das heißt, mein Plan ist, oder jetzt schon gebucht tatsächlich sogar, dass ich Ende Februar in die USA fliege und genau einen Monat später, Ende März, komme ich wieder zurück. Und da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, weil da geht es dann, zum einen fliege ich eben ins Warme, weil mein Schatz wohnt im warmen, sonnigen Arizona. Und da flieht er nämlich im Sommer vor der Hitze, da wird es nämlich dann heiße 49 Grad. Und das ist natürlich nur schwer auszuhalten. Und deswegen kommt er dann eben für 3 Wochen zu uns. Und ich fliege dieses Mal für 4 Wochen dann vom Winter weg, in der Hoffnung, dass wenn ich wiederkomme, hier dann der Frühling angefangen hat. Außerdem ist es so, dass ich noch hoffe, Freunde woanders zu besuchen. Da muss aber erst nochmal abgecheckt werden, ob das klappt und von wann bis wann in der Zeit, in der ich eh schon drüben bin, ich dann dahin kann. Wenn das klappt, werde ich also nochmal in Amerika einen kleinen Rundflug machen. Also Rundflug im Sinne von Hin- und Rückflug.
und werde nochmal Bekannte besuchen gehen in Idaho, da wo mein Schatz früher gewohnt hat. Mal schauen, ob das klappt. Das wäre auch ziemlich geil eigentlich. Ja, tatsächlich merke ich gerade, über den Urlaub in den USA gibt es nicht so viel zu sagen. Das ist der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Das heißt, ich muss mir jetzt noch Themen aus den Fingern saugen, damit es euch nicht allzu langweilig wird, weil ich hier die Timelapse-Runde gerade erst angefangen habe. Ich würde tatsächlich, was könnte ich denn erzählen? Ich habe gestern, vorgestern war es, habe ich Morrowind aufgenommen, die neuesten zwei Folgen sozusagen, und jetzt nehme ich halt Albion auf. Das wird jetzt immer so ein bisschen im Wechsel passieren, so wie die Folgen auch rauskommen. Und in Morrowind wusste ich auch nicht mehr genau, was ich machen soll, weil es einfach so lang her war. Dafür habe ich mich ein bisschen informiert und habe gemerkt, was für ein Depp ich bin. Naja, egal, das könnt ihr in den Morrowind-Folgen sehen tatsächlich, wo auch viel weniger Grinding vorkommt als jetzt hier. Und soweit ich mich erinnere, ist das hier auch die einzige Stelle, wo ich immer gegrindet habe. Also das sollte jetzt wirklich nur hier sein und dann nicht mehr. Ist halt ein bisschen anstrengend auszuhalten. Muss ich ja selber gestehen, es ist für mich auch sehr anstrengend. Deswegen müsst ihr da auch durch. Nee, ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt ja wirklich das YouTube-Video vorspulen oder überspringen, wenn ihr wollt. Wobei es mich natürlich freuen würde, wenn ihr dabei bleibt und mir Gesellschaft leistet. Zumal ihr ansonsten ja auch eventuelle Details verpasst. So, aber ich würde sagen, ich bin jetzt mal still und lasse die Timelapse ihren Lauf nehmen sozusagen, beziehungsweise nehmen den Rest der Timelapse auf. Die ist ja für euch dann quasi jetzt gleich zu Ende. Und für mich, das dauert, glaube ich, nochmal mindestens 5 Minuten oder sowas, sogar 7, bis ich jetzt einmal durch bin. Ja. Und dann, glaube ich, muss ich die nächste, weil ich kein Thema habe, einfach durchlaufen lassen. Da werde ich mir wahrscheinlich ein kleines Liedchen für suchen, so ein 30 Sekunden oder 1,5 Minuten Ding, dass es nicht allzu langweilig ist. So. So, da sind wir wieder und wie immer geht es erstmal ins Bett, weil es schon mal dunkel geworden ist. Nee, halt, geht nicht. Wir haben kein Geld, also geht es erstmal ins Geld holen. Brauchen verwirrt sein. Jetzt richtig, genau. So. Der nächste Tag in Akiren laufen. Jetzt ist es immer schwerer zu sehen, weil der Bildschirm so dunkel ist, dass man fast gar nichts mehr sieht. Da ist er. So, wir haben euch etwas anzubieten. Jetzt diesmal ist das Problem, dass wir tatsächlich das Geld dennoch gleich wieder ausgeben müssen, wenn es eine recht gute Ausbeute war, weil wir brauchen mehr Tränke für Sira und sie muss ja auch ein bisschen mehr lernen. So, das heißt, ich würde jetzt erstmal hier das Geld, die 90 Gold, die wir haben, gerade wieder ausgeben und das können wir tatsächlich direkt diese Nacht noch machen, weil die Heilerin jede Nacht, also Tag und Nacht offen hat. So. Solltet ihr, by the way, noch nichts zu trinken für euch stehen haben, würde ich sagen, holt euch was mit. Das habe ich letzte Folge gar nicht gesagt. Solltet ihr was haben, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Schluck zu nehmen. Denkt dran, genug trinken ist wichtig. So, dann wollen wir doch mal schauen. Wir hätten gerne Medizin. Und zwar den blauen Trank. Und zwar so viel wie geht. Nur 5 Stück, aber das ist nicht schlimm. Das reicht auch wieder vom Reichen. So. Und dann geht das jetzt eine Runde rufen. Und wie wir gesehen haben, die 4,8 Gold, die wir hier zahlen. Ich hoffe, dass es nicht in der verlorenen Folge war. Die 4,8 Gold sind billiger als das Essen, was ich verbrauche. Von daher schlafen wir natürlich hier. Wäre auch ansonsten irgendwie ein bisschen blöd, diese Möglichkeit zu haben, hier in dem Gasthaus zu schlafen und Geld dafür zu zahlen. Wenn es am Ende billiger kommt, wenn ich mehr für das Essen, was ich verbrauche, kaufe.
und auf in die nächste Runde. Und tatsächlich ist mir auch für dieses Mal etwas eingefallen, und zwar, wenn ich die letzte Runde fertig gemacht habe, ist mir eingefallen, ich kann über die Solaranlage reden, die jetzt auf unserem Dach ist. Und zwar kam jetzt endlich, also wir haben ziemlich lange gewartet, es war alles schon da. Mir wurde von anderen Quellen zugetragen, dass sehr viele Leute tatsächlich auf die Wechselrichter warten. Da hatten wir kein Problem mit, sondern stattdessen war einfach die Firma so überlastet. Das heißt überlastet, die hatten einfach so viele Aufträge, dass sie nicht hinterherkamen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann müssen wir halt warten. Und dann kamen irgendwann die Gerüstbauer. Eine Woche später kamen dann auch die Solaranlagen aufs Dachbauer und haben dann angefangen. Und dann ist aufgefallen, dass das Gerüst falsch gestellt war. Sie konnten nicht das Kabel in den Keller legen, wo dann natürlich der Wechselrichter und die Batterie und so weiter sind. Also musste das Gerüst nochmal umgestellt werden, was natürlich auch ein paar Tage dauerte. Und dann kamen sie wieder und haben dann alles fertig aufgebaut. Das steht jetzt alles da. Jetzt warten wir tatsächlich noch auf die Stadtwerke. Und zwar, dass die hergehen und den Zähler einbauen. Und dann ist alles fertig. Das ist schon mal ziemlich geil. Entschuldigung, da war ich eben kurz vom Kampf selbst abgelenkt, in dem ich bin. So, und zwar ist das Tolle daran vor allem, dass ich jetzt endlich seit diesem Jahr auch eine Klimaanlage habe und die Hoffnung ist, dass halt gerade im Sommer, in der Klimaanlagenzeit, die Energie für die Klimaanlage eben aus der Solaranlage kommt und wir eben nicht dann eben einen Haufen Strom kaufen müssen dafür. Aber auch im Winter ist sehr interessant, bin ich sehr neugierig, was die Solaranlage produzieren wird. Ich nehme ja an, nicht allzu viel. Vor allem nicht an den bewölkten Tagen. Wenn es so richtig arschkalt ist, haben wir auch keine Wolken. Dann haben wir noch Sonne. Und da bin ich mal gespannt, wie stark die Sonne dann noch ist. Denn die Klimaanlage, das ist ja im Endeffekt nichts weiter als ein Luft-Wärmetauscher, den man ja auch benutzen kann, um zum Beispiel Wasser zu heizen. Nee, da wird auf der einen Seite kalt, auf der anderen Seite heiß. Und die Klimaanlage, die ich habe, die geht in beide Richtungen. Sprich, ich kann auch sagen, dass sie innen heiß und außen kalt werden soll. Und das Schöne daran ist, also wer sich mit dem Prinzip Klimaanlage nicht so kennt, wenn ich jetzt Strom nehme und damit irgendwie wie beim Föhn irgendwie einen Heizdraht oder so aufheize, dann kostet das natürlich einen Haufen Energie. Wenn ich jetzt eine Klimaanlage anmache, kostet das zwar auch noch viel Energie, aber längst nicht so viel wie mit Strom zu heizen. Denn tatsächlich, was ja passiert ist, es wird nicht Hitze generiert, es wird nicht der Strom in Hitze umgewandelt, was eben vergleichsweise ineffizient ist, sondern stattdessen wird die Hitze von einer Seite, typischerweise von innen, genommen und nach außen transportiert. Deswegen auch Wärmepumpe oder Luftwärmepumpe, weil sie aus der Luft die Wärme rauspumpt. Und außen ist dann einfach ein Ventilator, der die Wärme, die Abwärme wieder in die Luft pumpt oder pustet quasi. Und das Schöne ist, dass quasi, ich weiß jetzt genau den Wirkungsgrad nicht, aber um eine Kilowattstunde, also wenn ich eine Kilowattstunde Strom in einen Heizstrahler stecke, kommt eine bestimmte Menge Wärme raus. Und um die gleiche Menge Wärme zu machen, brauche ich weniger als eine Kilowattstunde Strom. Und das Maximale, was ich an Energie, also Kilowattstunde ist ja Energie, das Maximale, was ich an Energie aus dem Strom rauskriegen kann, ist halt genau das, was ich reinstecke, weil Energie kann nicht aus dem Nichts entstehen. Das heißt, ich stecke eine Kilowattstunde Energie rein in den Heizstrahler und kriege maximal, wenn er perfekt wäre, maximal eine Kilowattstunde Hitze raus. Und bei der Wärmepumpe ist es halt nicht so. Bei der Wärmepumpe kriege ich halt mehr als raus, als ich reinstecke, weil eben der Strom nicht in Energie umgewandelt wird, sondern in Hitze, sondern er wird halt einfach verwendet, um die Hitze, die schon da ist, zu bewegen, was halt viel energieeffizienter ist. Das gleiche gilt übrigens mit Gas. Ich kann aus Gas, wenn ich Gas reinpumpe und kriege da eine Kilowattstunde Hitze raus, dann ist quasi in diesem Gas maximal eine Kilowattstunde Hitze gespeichert, wenn ich das verbrenne.
Dadurch, dass man Wärme verlust, dass man Verlustwärme hat, ist typischerweise, verbrauche ich mehr Gas, als ich an Hitze rauskriege. Das ist natürlich, je besser die Anlage ist, je größer die Anlage ist, die man baut, umso effizienter ist das. Dasselbe gilt auch mit Öl, also mit allem, wo ich Energie, ich irgendeine Energieform in Hitze umwandle, ist es so, dass ich maximal die Energie, die ich reinstecke, auch wieder als Hitze rauskriegen kann. Und bei dem Wärmetauscher ist es eben nicht so, weil ich eben nicht Hitze rauskriege, sondern wie gesagt, ich bewege sie nur. Und im Vergleich zum Gas, also unsere Zentralheizung läuft mit Gas, im Vergleich zu Gas ist es so, dass um die gleiche Menge Hitze zu generieren, brauche ich etwa ein Drittel der Energie, wenn ich eine Luftwärmepumpe verwende, als wenn ich Gas verwende. Nachteil ist, dass Strom ist, kostet etwas Dreifache wie das Gas. Das heißt, Geld sparen tue ich dabei nicht, aber es ist trotzdem besser fürs Klima oder für die Umwelt, weil ich kann, wenn ich jetzt das Gas nehmen würde und den Strom umwandeln würde, vorausgesetzt, das läuft alles perfekt, aber die großen Kraftwerke sind viel energieeffizienter als meine kleine Heizung, meine kleine Gasheizung. Das heißt, ich habe viel weniger Verluste. Wenn ich also das in Strom umwandeln würde, dann würde ich dreimal so viel Heizkraft kriegen aus dem Gas als sonst. Das heißt, ich brauche, oder andersrum, ich brauche nur ein Drittel von dem Gas, um den Strom zu generieren, mit dem ich mein Haus heize. So, jetzt ist es, sehe ich gerade, ist es hier im Spiel erst 13 Uhr, das heißt, ich laufe die zweite Runde auch noch. Genau, das sind so Überlegungen, wie gesagt, und dann kommt noch dazu, dass wir eben gerade vor allem im Sommer, wo die am meisten verwendet wird, das Ganze aus unserer Solaranlage auf dem Dach speisen können und dann eventuell sogar die Kühle quasi für lau in Anführungsstrichen bekommen, was ziemlich geil wäre. Aber dazu muss das alles fertig installiert sein und dann müssen wir gucken, wie stark ist der Wirkungsgrad von allem und wie sieht das wirklich aus mit Aufladen und Entladen und so weiter. Dafür gibt es halt die entsprechenden Analyse-Tools, die muss man sich dann einfach mal angucken. So, und dann würde ich sagen, höre ich jetzt erstmal mit dieser Timelapse auf, hör auf zu reden, spiele die Timelapse fertig und dann gucken wir mal, was die Ausbeute von dieser Runde war. So, da sind wir wieder da und diesmal ist es sogar noch ein bisschen hell, es ist erst 6. Nicht schon irgendwie 11 oder so, aber wir gehen trotzdem erstmal prüfen. Wie immer. So. Zumindest wenn ich noch 4,8 Gold haben. Oh, okay. Es war noch zu früh. Wir haben nur 8 Stunden gepennt und jetzt ist es 2 Uhr. 3 Uhr, naja, egal, wir können noch warten. Weil man sieht gar nichts. Es ist 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das ist Banyas haben und dann wieder erstmal verkaufen. Das hätten wir, wie gesagt, auch nachts machen können, aber ich kann nachts nicht sehen. Es ist an uns vorbeigerannt, oder? Ja, genau, da ist er. So, das war wieder mal kein allzu schlechter Haul. Kondi-Tri dürfte schon 50 oder 60 geben. Ja, 72 sogar, wow. Gut. Das heißt, wir haben über 100 Gold verdient und diesmal muss ich es nicht mehr ausgeben, sofort wieder. Jetzt wüsste ich alles. Ich werde natürlich trainieren gehen. Mit den Leuten, die trainieren können. So. Das ist Richtung Süden. Kontakt auf den Kompass gelunzt. Und dann eben hier geguckt. Das war Trier und Sira, oder? Ja, genau. So, Trier ist Fernkampf und Sira ist auch Fernkampf. Gut. Weil das Stückchen Nahkampf, das hatten wir ja schon, das kann Trier nicht mehr lernen. So. Nein, das war. Ich habe einmal zu viel geklickt. Ah, jetzt schmeißt er mich raus. So, und noch ein Versuch. Ja, trainiert nicht den Fernkampf. So.
Das ist ja nicht allzu teuer. So, und dann dasselbe noch einmal mit Sira. So. Haben wir es doch. Und ihr merkt schon, ich werde langsam wieder etwas müde. Ich nehme jetzt schon fast 1,5 Stunden auf. Und ich, da ich nicht so der Berufsstreamer bin, ist das für mich schon ziemlich viel und ziemlich anstrengend. Ich glaube aber, eine Runde können wir noch schaffen, oder? Auch wenn wir jetzt direkt erstmal... Ich hatte eben gerade ein Thema im Kopf gehabt und jetzt ist es weg. Naja. So, wie ihr gemerkt habt, ist mir tatsächlich nichts eingefallen. Also habe ich mir gedacht, ich werde einfach nur sie drüber schneiden. Das war jetzt eh für heute die letzte Runde, da ich da, habe ich ja eben schon gesagt gehabt, ziemlich am Abbauen bin. Ich werde jetzt eben noch verkaufen und dann können wir noch einmal trainieren. Nein, nicht lieber. Ja, genau. Rabi mit die sprechen dann schon. Wenn die Leute mir einfach. Und die Ausbeute war tatsächlich auch ziemlich mau. Wenn mau normalerweise gut ist, ist es in dem Fall schlecht. Nicht so mehr viel bei rumgekommen. So. Wenn wir eben nochmal Tom hat ein Level abgekriegt. Wir müssen nur eben einmal schlafen gehen, damit es der nächste Morgen ist und der Trainer gelaufen hat. So. Einmal übernachten im Haus der Winde. Ich hoffe, dass das keine Anspielung ist auf das bohnenhaltige Essen hier. So, 4,8 Gold. Und dann wieder zurück und auch zum Trainer einmal Tom ein wenig mehr Fernkampf beibringen. So, ich bin jetzt, genau, ich bin am anderen Ende vom Haus. Das ist irgendwie, wenn man guckt in eine andere Richtung oder sowas, als wenn man reingeht. Das ist bei dem Haus etwas verwirrend jedes Mal. So, und zwar den Fernkampf. So, jetzt kommen wir mal hier. Oh, das waren tatsächlich nur, genau, nur Tom. Nur Tom. Und dann würde ich sagen, machen wir uns bereit für die nächste Runde. Ich werde es jetzt anders machen in Zukunft. Ich werde die Timelapse-Chats vorher einsprechen, sodass ich auch vorher ungefähr weiß, wie viele Minuten ich dadurch quasi in Anführungsstrichen gewinne, wie lang die Timelapse in der beschleunigten Fassung sein wird. Und dann kann ich das quasi mir zusammenrechnen und habe hier so, kann gucken, dass die Folgen nicht zu kurz und zu lang oder sowas werden. Ich bin da jedes Mal ein bisschen anxious, dass ich zu wenig Aufnahme habe und dann irgendwie die Folge nur 15 Minuten lang ist oder so, weil der Timelapse ist. Ich habe bei der letzten Folge versucht, das Ganze im Kopf zu machen. Das hat auch gut funktioniert. Bei der Folge habe ich den Überblick verloren, da habe ich nicht wirklich geguckt. Die Recording Time, als ich aus der Stadt raus bin, beziehungsweise als ich aufgehört habe zu reden. Und damit hat mir gefehlt, wie lange ich tatsächlich unbeschleunigt sozusagen oder ungeschnitten gebraucht habe, wie viel Zeit ich gut gemacht habe. Das werde ich jetzt eben, wie gesagt, anders machen, dadurch, dass ich es offline mache. Außerdem kann ich mir dann Themen ausdenken. Und es wird jetzt sowieso, ich habe jetzt wieder 2 Folgen, das heißt 2 Wochen länger, wird das jetzt erstmal wieder ein bisschen dauern, bis ich wieder das aufnehme. So, aber damit entlasse ich euch in die Woche und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Panty spielt Albion. Ciao, miau!